Was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Thief Wislect. So, wir sind hier das geht nach unten auf? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Um dieses wunderschöne, stark verzierte Türchen hier zu öffnen. So, wir sind ja immer noch irgendwie hier verfolgt von diesen Dingern. Und so. Und wir gehen erstmal hier rein. Da sehe ich gerade, kommt noch ein Shop. Da kommt nichts. Ich würde gerne, danke. Es ruckelt ein wenig und manchmal geht der Fokus dadurch aus. Ach du Kacke. In dieser Rotunde verabreicht Orion sein Heilmittel. Aaron ist hier, das spüre ich. Hier gibt's noch einen Shopkeeper. Bei Rockszähnen. Habt ihr es gehört? Ich verdiene Orions Segen nicht. An der Mauer von Greystone zögerte ich. Ja, ich glaub dir, dass du seinen Segen nicht verdienst. Du bist halt einfach scheiße. Bist einfach scheiße. So. Wir gehen erstmal zum Shopkeeper und decken uns jetzt nochmal schön mit Breitkopffallen ein. Und Mohn. Wie viel haben wir? 4 und 5 Nahrung. Geh nachsehen. So, wir schauen mal, wie viel Nahrung können wir tragen? Steht nicht da. Ich verkaufe ihm auf jeden Fall meine Nahrung. So, hier Breitkopf. Zack, erstmal alles her damit. Wasser brauchen wir eigentlich nicht, aber ich kaufe mal trotzdem 2. So, Explopfeile. Auf jeden Fall. Nahrung, wie gesagt, brauchen wir nicht. Können wir 5 haben, okay. Feuerpfeile haben wir auch selten benutzt, aber wobei, wenn hier noch mehr von diesen Viechern rumlaufen, wäre es vielleicht nicht schlecht, die zu haben. Ein Sägezahn. Mehr hat er nicht im Bestand, aber das ist doof. Viel Spaß. Okay, dann war es das mit dem Shoppen. Shopping Queen ist wieder out of the base. So. Da wir uns jetzt hier wenigstens mit ein paar Fallen eingedeckt haben und ein Potenzial für 5 tote Menschen geschaffen haben. Die laufen zusammen rum. Das ist gut zu wissen, auf jeden Fall. Und wir schleichen zusammen rum. Das ist noch viel, viel besser. Ja, hier müssen wir leider rüber schleichen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ah, hier ist was zum Speichern. Sehr schön. Sehr mal sofort speichern erstmal. Ganz wichtig. So. Hier immer hocken, damit... Ja gut, ein paar Wasserpfeile sollten wir vielleicht doch schon benutzen. Wenigstens an Schlüsselpositionen. Damit das hier nicht ganz so schnell tödlich endet. Okay, hier ist irgendwie Nebel. Na komm, jawohl. Darauf habe ich gewartet. So. Okay, ich dachte gerade, ich hätte noch einen gesehen. So, dann können wir den erstmal hier hinschmeißen, weil hier garantiert keiner hinkommen wird. So. Wo hat er eigentlich seinen Kumpel gelassen? War noch so ein süßes Pärchen. So hier. Ich dachte, das wäre nur eine Geschichte. Aber sie sind da draußen. Und es werden immer mehr. Wenn sie dich berühren, wirst du wie sie, heißt es. Die haben gerade über diese. Die haben gerade über die Kreaturen geredet. Der setzt sich da jetzt hin. K.O. schlagen, Licht ausmachen. Nein! Garrett!
Gott. Oh, oi, oi. Oh, noch ein Breitkopf, sehr gut. Great job. War gut gefunden. Das gefällt mir. Münzhaufen. Eisen rostet, Maschinen versagen. Nur die Götzen überdauern alles. Oh, wir haben ein neues Wurfobjekt. So, den Vogel könnten wir eigentlich auch zum Schweigen bringen. Wir können aber auch erstmal das Wasser da mit Wasser da oben das ausschießen. Ich arbeite gerade irgendwie mehr mit Wasserfallen als im gesamten restlichen Spiel, fällt mir irgendwie auf. Ob das ein Zeichen ist? Die Bettlerkönigin wird es gewusst haben. So. Jede Nacht derselbe Albtraum. Aus. Jetzt weiß ich, warum wir so viele Erstickungspfeile gekriegt haben. Wo ist der Kerl jetzt eigentlich hingegangen? Also jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie wir so viele Erstickungspfeile bekommen haben. Die sind an jeder Ecke ist ja hier ein Vogel. Das ist... ja, ein wenig übertrieben. So, mal schauen, was finden wir in den oberen Bereichen. Licht aus. Auf jeden Fall ganz wichtig. So, da haben wir Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Ich frage mich eigentlich, wieso wir in diesem Kapitel gerade so enorm viel Geld kriegen. Ich meine, das scheint mir doch laut storytechnischem Hintergrund das letzte Kapitel zu sein. Wieso bekommen wir hier so viel Geld? Deine Mama ist widerlich, weißt du das eigentlich? Ja, ich hab schon gesehen, ich hab schon gesehen. Da sind zwei. Das missfällt mir schon mal stark, dass da oben zwei Leute rumschleichen. Ich weiß, das war gerade relativ riskant, hier runter zu schleichen in einer solchen Hatz. Sehr viele Krüge. Sehr viel Licht. Na ja, komm, sicher, sicher. Dann ist noch jemand. Was labert der da? Er strich mir über die Stirn von links nach rechts und ist es wie ein Blitz in mich gefallen. Stimmt hier etwas nicht? Geh lieber kein Risiko ein und sieh nach. Hä? Warum tickt der Vogel da hinten jetzt gerade aus? Kann mir das mal einer erklären? Geh mal auf Nummer sicher. Eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ist der gerade ausgetickt? Hä? Irgendwie ist das Spiel ein bisschen buggy. Gut, welche Erkenntnis nach 60 Parts sollte das eigentlich keine obvious sein? Zumal ich die Bugs... Nein, 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 nein. Den können wir aber K.O. schlagen. Sehr gut. Warum auch immer der Vogel gerade ausgetickt ist, das klingt jetzt seltsam, aber das war ein Glücksmoment. Also, ich meine, was Besseres hätte uns nicht passieren können. Wir haben jetzt sozusagen quasi ein Gratisopfer bekommen. Der ist noch da. Den könnten wir jetzt theoretisch töten. Machen wir auch mal. Das war jetzt nicht so schwer. So, der hier ist noch da. Okay,
Okay, der bleibt anscheinend auch da. Er würde uns sehen. Pass auf, wenn du die Dämmerung erleben willst. Was? Wir sollen aufpassen, wenn wir den nächsten Morgen noch erleben wollen? Oder was hat er gerade gesagt? Ich bin neuerdings so müde. Glaube ich dir sofort, Bro. Ich versuch's. Ich weiß, sie haben uns jetzt gesehen. Ganz ruhig. So, wir dürfen jetzt nur nicht mehr sprinten. Also doch, hier können wir noch. So, hier oben jetzt wieder nicht. Doch, hier oben war auch nichts mehr. So. Können wir jetzt hier ganz entspannt langschleichen. Hier ist ja niemand mehr. Im Gegensatz zu dir habe ich eine heilige Bestimmung. Ha, Kinderkram. Alles ruhig. Keine Spur von dem Ungläubigen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Also ich werde jetzt nichts sagen, ne? Aber, also das ist jetzt ein bisschen... Ich bin eigentlich... Ach... Ach, sei ruhig. Schrei nicht so rum, du schreist mir ins Ohr. Meine Güte. So. Also ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber das war dezent unfair, dass er wusste, wo ich bin. Aber das war richtig unfair, dass er wusste, wo ich bin. Ich habe mich hier so perfekt durchgeschlichen und dann sowas. Ja, natürlich wusste er, wo ich... Also, ganz ehrlich, also manchmal ist das Spiel unfair. So, einfach alles gesnackt, fertig. So, jetzt ist ja eh keiner mehr hier. Ja, cool, toll, danke. Das wollte ich eigentlich nicht, aber Glück gehabt. So, jetzt sollte ja keiner mehr hier rumschleichen. Ach, die beiden ignorieren einfach, dass jemand liegt. Na gut, so kann man es auch machen. So, aus. Da drehen schon wieder irgendwelche Vögel durch. Hallo? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich verstehe nicht, warum die Vögel gerade so durchdrehen. Ich hoffe mal, dass jetzt nichts mit uns passieren wird. Weil wir ja gerade schon wieder feststellen durften. Ist ja die KI in dem Spiel sehr seltsam. Ja, natürlich Inventar voll, Inventar voll. So. Wieso drehen die Vögel so durch? Wieso drehen die Vögel so durch? Was ist mit den Vögeln los? Ich erstick die jetzt einfach alle. Ey, das geht mir tierisch auf die Nerven. Was ist denn nur mit diesen Vögeln los? Wo ist hier einer? Da ist einer. Und wo noch? Ich hab da hinten noch auch was sehen. Da. So, von mir aus ist der Vogel halt tot, so. Meine Güte. Ey, das gibt's doch gar nicht. Auf einmal backt das Spiel super stark rum. Da liegt ein Armreifen. Und Mohn. Den habe ich ja schon vorher gesehen, aber den Armreifen noch nicht. Nichts weiter.
Ich traue mich jetzt gar nicht hier runter zu hüpfen. Weil, so wie die drauf sind, suchen die jetzt sowieso wieder alles ab, bis sie mich finden. Na? Ja, gut. Versuchen wir es. Ein letztes Mal. Das ist noch etwas. Was bist du denn? Antiker Armreifen. Oh, dieses Knattern schon wieder. Oh, ich das hasse. Okay, wir kommen hier auch wieder hoch. Gut. Okay, das finde ich jetzt asozial. Darf ich? Danke. So, der da hinten ganz entspannt, noch überhaupt nicht involviert, chillt auf sein Leben. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht speichern. Der Part ist in 3 Minuten zu Ende, also ich kann nicht speichern. Cool. So Leute, wie geht's euch denn so? Habt ihr euch ein Tässchen Tee gemacht? Ich hab da mal was vorbereitet. Ja, mein Fernet Fläschchen da. Oh ja, so ist das geil. Oh ja, lecker. Schöner Erfrischungsgetränk da. Ich könnte dir auch jetzt folgen, aber du drehst dich ja sofort um, weil du weißt, wo ich bin. Das ist diese nicht existente Logik. So. Mein Ziel ist natürlich wieder alle K.O. zu schlagen. Oder töten. In unserem Fall aber eher K.O. schlagen. Fällt gerade mal so auf, wie ist der Licht? Doch jetzt nicht. So, hier lagen doch garantiert wieder Erstickungspfeile drin, oder? Immer noch andere Pfeile, die wir voll haben. Aber wir haben noch kaum welche voll. Wir haben, glaube ich, sogar gar keine voll. Doch, die Breitkopf, die Sägezahn hätten wir jetzt voll an der Stelle. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich würde gerne mal wissen, ob es ein Sägezahnpfeil ist, den wir da jetzt aufsammeln können. Wenn dem so ist, dann werden wir jetzt auf jeden Fall beide erschießen. Weil was anderes außer Sägezahn kann jetzt an der Stelle nicht mehr voll sein. So. Neben ihm war ja zum Glück eine Kerze, die wir ausmachen können. Es sind wirklich Sägezahnpfeile, oh mein Gott. Auch noch die starken, das gibt's doch nicht. Na dann, ich würde sagen, wir suchen dann nochmal den letzten raus, um den auch zu erlegen. Dann. Ich habe ihn gerade laufen sehen. Das müsste auch der letzte sein. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber dies da müsste der letzte Leut sein. Ich traue mich nicht zu schießen, solange die sich bewegen. Nicht mehr. Das war einfach. Das war einfacher als erwartet. Und lassen wir die mal liegen. Gehen mal entspannt unseres Weges. Ach, können wir eigentlich rübergehen. Die Vögel sind tot. Die Menschen sind tot. Na gut, ich werde mich nochmal überall lang schleichen. Sicher zu gehen. Vergessen. So dicht, da war ein Vogel. Da liegen zwei Leute. Dort ist ein Seilpfeil angebracht an der Stelle. Gut, hier ist auf jeden Fall alles safe. Da ist ja noch ein Vogel. Meine Güte. Ist aber wirklich alles voll mit Vögeln jetzt in dem Kapitel. Ich meine, eigentlich hat man ja auch Vögel damals genommen, um halt eben so eine Gaslecks zu entdecken in Höhlen. Aber das hier, da... Naja, ich sag mal nichts dazu, ne? Das ist ein bisschen sehr große
sagen wir mal, in freundlicherweise Gebiete dazu. Wo wir uns jetzt hier gerade drin bewegen. Und das passt doch perfekt. Damit endet dann der Part. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf jeden Fall auf Abonnieren. Ihr seid dann immer auf dem neuesten Stand, was dieses Projekt und auch andere angeht. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out. Euer Raccoon Style Play.